Schönes Video. Du hast Vorbildcharakter. Ich schaue deine Videos echt gerne. Magst du mal in einem Video die Richtmengen essen? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielen Dank für deinen Vorschlag, Melanie. Du bist der Grund für dieses heutige Video. Ich werde mich heute nämlich einen Tag nach der Richtmenge ernähren. Ich habe ja schon länger mal überlegt, ob ich mich einen Tag mal von der Richtmenge ernähren soll oder auch generell für eine längere Zeit. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie ich jetzt meine Ernährung umstellen möchte. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden und so das gestaltet, wie ich das so ein bisschen möchte, aber heute geht es um die Richtmenge. Ich war vor circa 8 Jahren selbst schon einmal in der schönen Klinik Roseneck. Das war im Herbst bzw. dann auch Winter 2013. Dort war ich dann wegen meiner Bulimie. Das ist ja jetzt nun doch schon einige Jahre her, deswegen ist mein Erinnerungsvermögen nicht mehr ganz so gut. Und deswegen kann ich auch leider kein extra Video über die Schönklinik drehen, über meine Erfahrungen oder sonst was, einfach weil es, glaube ich, nicht mehr repräsentativ ist. Ich habe noch in Erinnerung, dass es echt eine schöne Klinik war und sie auch ein gutes Konzept hatte. Und die Umgebung ist einfach ein Traum. Dieser See und diese Berge in einem, das ist einfach himmlisch. Aber ich war einfach noch nicht bereit. Einfach noch nicht bereit, gesund zu werden und wurde tatsächlich dann auch innerhalb der Therapie wieder rückfällig und habe das verschwiegen, einfach um wieder nach Hause zu können. Generell war es keine leichte Zeit dort, was mein Tagebuch eindeutig beweist. Ich kann einfach mal eine kleine Passage aus meinem ersten Tag vorlesen. Meine erste Mahlzeit war hier das Abendessen. 3 Stullen mit Margarine und Frischkäse. Die Menge war ja nicht mal das Schlimmste. Eher, dass ich mit Mädels am Tisch war, die genau wie ich am Anfang der Therapie sind. Sie beißen Ministücke ab, wie ich damals. Ich habe mir auch extra Zeit gelassen, weil ich Angst hatte, was wohl die anderen denken, wenn ich als Erste fertig bin. In diesem Tagebuch drehen sich meine Gedanken hauptsächlich darum, wie viel ich zunehme und dass ich doch einen relativ großen Brechdruck habe, dass ich ein Problem immer noch weiterhin mit meinen Süßigkeiten habe, auch schon damals. Ich habe mir in der Zeit öfter mal irgendwelche Süßigkeiten gekauft und auch mal eine Tüte Gummibärchen hintereinander weggegessen und das hat mich doch in der Zeit schon sehr stark belastet. Ich will auch niemanden triggern, deswegen werde ich auch nicht irgendwie Gewichtszahlen nennen oder weiter darin vorlesen. Es sollte einfach nur einen kleinen Einblick geben. Ich war leider immer darauf fokussiert, was wir andere denken könnten und habe mich sehr verglichen. Und das ist echt was, woran man arbeiten muss, wenn man in so einer Klinik ist. Man ist ja für sich dort und nicht für die anderen. Das möchte ich dir vielleicht mitgeben, falls du dich doch für eine Klinik entscheiden solltest. Um einen kleinen Einblick in die Richtmenge zu geben, habe ich tatsächlich noch so einen Richtmengenplan hier und einen Tischregelplan. Daran werde ich mich jetzt einen Tag lang halten. Außerdem habe ich noch fürs Mittagessen tolle Rezeptideen aus der Lehrküche. Das ist so ein kleines Rezeptebuch mit ganz vielen Ein-Portion-Gerichten. Ich hoffe, ich kann euch dann mit der Richtmenge einen kleinen Einblick geben, wie so der Essensplan in so einer schönen Klinik aussieht, beziehungsweise ausgesehen hat, weil es sind schon 8 Jahre her, ich weiß nicht, wie es zurzeit aussieht. Aber ich denke, das Konzept ist ungefähr gleich geblieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Starten wir mit dem Frühstück. Guten Morgen, jetzt gibt's Frühstück. Zum Frühstück gibt es 2 Semmeln, 2 Päckchen Butter, à 10 Gramm, flächendeckender Belag, ein Ei habe ich nicht. Und hier wird auch nochmal gesagt, wie viel wirklich auf eine halbe Semmel rauf soll. Immer 5 Gramm Butter oder Margarine. Und jeweils eine Portion Aufstrich. Man hatte noch die Wahlmöglichkeit zwischen Toast, Brot und so weiter, aber ich habe jetzt 2 Semmeln. Dann darf man die Semmeln nur maximal einmal halbieren. Die Semmeln sollen mit Butter und einem Brotbelag belegt werden. Und
Quark, Joghurt, Müsli, Sonnig-Ed-Belag verwendet werden. Müsli, Frischkorn, Brei, Mini-Croissant und Obstsalat gelten als Zusatz. Und man soll sich am Buffet klar für einen Belag nur entscheiden und nichts mit Wasser oder anderen Getränken verdünnen. Ich habe mich jetzt hier für 20 Gramm Butter entschieden. Einmal Nuss-Nougat-Creme, einmal Himbeer- und Aprikosenmarmelade und einmal cremigen Honig. Es wird voll komisch sein, diese Butter unter Nuss-Nougat-Creme zu essen. Aber an sich finde ich, dass 20 Gramm Butter gar nicht so viel aussieht. Ich beschmiere jetzt mal meine Hälften. Kleiner Trick, wie ihr euer Gewissen vielleicht ein bisschen austricksen könnt. Ich habe jetzt hier überall ein Stückchen Butter drauf gegeben, also es sind jeweils 5 Gramm. Und hier habe ich es einmal verschmiert. Und weil das Brötchen halt noch warm ist und aus dem Ofen kommt, sieht man die Butter gar nicht mehr. Lifehack! Und alle Brötchenhälften sind beschmiert. Und die Portionspäckchen leer. Wow, das ist echt eine Herausforderung für mich. Besonders Schokolade mit Butter. Mir reicht das immer, wenn ich so Schokolade esse. Wer isst das denn mit Butter? Aber vielleicht schmeckt es ja ganz gut. Hello vom Taste-Test. Ich finde es generell auch komisch, dass in der Richtmenge kein Obst da drin ist, sondern dass das alles als Zusatz gilt. Weil Obst ist doch wichtig, oder? Da sind doch Vitamine drin. Das braucht man doch. Und viele trauen sich halt nicht mehr, als die Richtmenge zu essen. Wir beißen mal rein. Okay, was macht mir am meisten Angst? Am meisten Angst macht mir Schokolade mit Butter. Ich weiß nicht, ob die Schokolade dadurch süßer schmeckt. Auf jeden Fall ist Butter ja ein Geschmacksverstärker. Man kann es essen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht weiter mit Butter essen. Geht's weiter. Mit Himbeermarmelade. Butter und Marmelade. Passt echt gut zusammen. Und Butter und Honig. Oh, geil. Butter und Honig macht das nochmal so richtig schön saftig. Ich habe mir übrigens Brötchen ausgesucht, die unten auch Körner haben. Wie ihr sehen könnt, habe ich es wahrscheinlich ein bisschen überdramatisiert. Butter ist nicht schlimm und sie macht auch nicht sofort dick oder man nimmt sofort davon 10 Kilogramm zu. Butter ist ein Fett, aber auch ein Geschmacksverstärker. Ist doch nur gut, oder? Mehr Geschmack? Alle! Das Mittagessen ist natürlich auch klar beschrieben und geregelt. Nämlich besteht es aus wahlweise Suppe. Ist jetzt heute nicht der Fall. Ich mache mir eine Hauptmahlzeit mit Salat und Dressing sowie ein Dessert. Ja. Und wenn ihr euch für das andere interessiert, drückt kurz auf Pause. Zum Mittag gibt es dieses feine Rezept heute für mich. Einmal ein Crepe mit frischen Pilzen. Genau für eine Portion. Voll gut gemacht. Und da ist das Ergebnis. Wahnsinn, wie gut das einfach aussieht. Hammer. Das klappe ich jetzt einmal so um. Und dann habe ich meinen Pilzwrap. So, dazu gibt es dann natürlich noch einen Salat mit Dressing. Da habe ich einfach so einen Fertigsalat mit Dressing geholt. Und kleinen Paprikastückchen drin. Und als Nachtisch gibt es einen Mövenpick-Joghurt in der Summer Edition Mangolitchi. Wir müssen doch mal zusammen probieren. Erstmal der gute Pilzwrap. Na dann, Prost. Ich habe dieses Rezept noch nie gemacht und wow, ich bereue es, dass ich das noch nie gemacht habe. Das ist so gut. Dann gibt es noch ein bisschen Salat mit Dressing. Eine gute, erfrischende Komponente nebenbei. Den Joghurt gibt es natürlich erst zum Schluss. Ist eigentlich wie so eine Art kleines Drei-Gänge-Menü. Erster Gang. Zweiter Gang das Pilz-Dings und als dritten Gang ein Joghurt. Jetzt gibt's das Dessert und das sieht echt gut aus mit der Fruchtzubereitung hier oben. Jetzt ist alles alle, war sehr, sehr lecker, aber ich bin jetzt auch mega satt. So viel habe ich lange nicht mehr in einer Mahlzeit gegessen. Abendbrotzeit und es ist wirklich Abendbrotzeit. Denn bei mir gibt es 3 Scheiben Brot. Dazu wieder 2 Päckchen Butter, 10 Gramm, also 20 Gramm. Flächendeckender Belag. Und hier gibt es auch noch eine Sache mit Rohkost und Obst.
Da darf man das natürlich auch als Zusatz wieder nehmen, aber jedoch nicht mehr als 2 Schälchen. Man soll die gesamten Brotscheiben essen. Und Besonderheit, pro Scheibe Brot darf man 3 Scheiben Gurken oder eine halbe Tomate mit auf das Brot packen. Nicht mehr. Genau, und Senf und Ketchup auch achtsam und in Maßen benutzen. Man hat noch eine Wahlmöglichkeit, wenn man eine Brezel nimmt, gilt das als 1,5 Scheiben Brot. Dann muss man noch 1,5 Scheiben Brot dazu essen. Ja, wie ihr hier seht, ist dann so geregelt. Außerdem gab es öfter auch mal warme Abendmahlzeiten. Dort gab es immer einen Musterteller und den musste man dann halt komplett aufessen. Ich richte mir mal mein Abendbrot an. Ich habe hier meine 3 Scheiben Brot, aber weil ich ja nur 3 Schmierhälften habe, muss ich jetzt die 20 Gramm Butter 3 teilen statt 4 teilen wie beim Frühstück. Das bedeutet, dass natürlich auch mehr Butter gefühlt auf dem Brot sein wird. Das nenne ich doch mal ein Butterbrot. Das beginnt wieder so ein bisschen zu schmelzen, weil ich mein Brot immer einfriere und mir das mit einem Toaster auftoaste. Aber es ist echt eine Menge Butter auf diesem Brot. Ich schmiere mir da jetzt auf jeden Fall vegetarischen Brotaufstrich drauf. Da habe ich einmal auch so eine abgepackte Variante. Und laut dem Frühstück ist es hier, eine Scheibe Brot ist gleich ein halbes Portionspäckchen. Also werde ich mir 2 Brote mit diesem Tomatenaufstrich beschmieren und einmal hier mit dem Noha Hummus Süßkartoffel-Kürbisaufstrich. Und so sieht's beschmiert aus. Wirklich, mit der Butter ein Graus für viele essgestörte Personen, auch für mich. Echt eine Überwindung. Ich esse das sonst nie mit Butter, so bei Frischkäse oder bei solchen Aufstrichen. Kommt für mich keine Butter drunter. Augen zu und durch. Dazu gibt es jetzt dann noch ein paar Cherry-Tomaten. Und das ist dann mein Abendbrot. Abendbrot beendet. Also ich muss sagen, Brot mit Butter und vegetarischem Brotaufstrich schmeckt auf jeden Fall reichhaltiger als sonst. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als besser oder schlechter bewerten würde. Es war einfach anders. Aber ich glaube, dass man durch die Butter länger satt bleibt als ohne die Butter. Für meinen Alltag würde ich es wahrscheinlich trotzdem bevorzugen, eher solche Streichaufschnitte ohne Butter zu essen und eventuell bei Wurst und Käse eher Butter drunter zu tun. Aber Richtmenge ist Richtmenge. Ich habe zwar keinen Hunger, aber ich brauche das noch irgendwie für meine Seele. Deshalb gibt's noch etwas für meine Melonensucht. Das ist natürlich Zusatz zur Richtmenge und gehört nicht zur Richtmenge. Es gab übrigens noch ein veganes Doppelkeks in Lemon Cake Style für mich. So, der Richtmengentag ist vorbei und was soll ich sagen zu meinem Fazit? Ich finde, die Richtmenge ist eine gute Menge, um auch wirklich satt zu werden. Und es bietet eine gute Orientierung, gerade so für den Anfang, wenn man sich nicht wirklich an Lebensmittel rantraut, beziehungsweise man noch nicht weiß, ja, was ist denn jetzt eigentlich eine gute und ausgewogene Portion. Aber natürlich gibt es auch so manche Kritikpunkte, wie zum Beispiel, dass es kein Obst in der Richtmenge gibt, beziehungsweise das nicht vorgeschrieben ist, sondern nur als Zusatz gilt. Und ich ja immer noch denke, dass es bestimmt viele Leute gibt, die sich nicht trauen, irgendwie mehr als die Richtmenge dann zu essen, weil sie dann denken, dass es zu viel ist. Aber dabei sagt die Richtmenge ja nur aus, es ist eine Richtmenge und das ist so die Basis, das Minimum, was man essen soll. Man kann immer noch irgendwas drauf essen, wenn man noch Hunger hat, wenn man einen anderen Bedarf hat, wenn man vielleicht von der Menge nicht zunimmt, wenn man zunehmen muss oder. Also so eine Richtmenge ist nicht das Nonplusultra. War mal wieder eine schöne Erfahrung, nochmal die Richtmenge zu essen, mich einfach nochmal selber zu challengen und auch Butter zu essen, was im Endeffekt gar nicht so schlimm war. Ich fand es eher schwierig, obwohl man hat ja am Morgen doch schon viel Süßes, am Mittag auch noch mal ein Dessert. Aber so meine Snacks, die fehlen mir halt. Und
Ich weiß nicht. Ich bin auch ein kleines Süßmaul und hätte gerne noch irgendwie mehr Süßes dabei. Aber wie gesagt, Richtmenge ist Richtmenge und man kann zusätzlich natürlich noch mehr essen, wenn man das möchte. Ich hoffe, ich konnte euch oder dir einen guten Einblick geben, wie so eine Richtmenge in einer Klinik aussehen kann, beziehungsweise es in der Schönklinik aussah, wo ich war. Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Essensplan aus der Zeit in der Jugendpsychiatrie, beziehungsweise habe ich da sogar mehrere, weil ich dort meine Kalorien stetig steigern musste, um wirklich dann auch zuzunehmen. Dort war ich noch vor der Schönklinik und da war nur die Magersucht ein Thema. Die Bulimie kam erst danach. Also, falls euch dieser Essenplan interessieren sollte, dass ich mich einfach vielleicht einen Tag lang nach diesen mal ernähren soll, lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in die Kommentare, dann stelle ich den euch einfach mal vor. Der sieht nämlich tatsächlich ein bisschen anders aus als der von der Schönklinik. Es freut mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!